Michael fragt Pete Smeed: Habt ihr mal ehrenamtlich gearbeitet? Ich habe, wenn ich ganz ehrlich bin, noch nie so viel ehrenamtlich gearbeitet. Eins, woran ich mich erinnern kann, ist, während der Bürgermeisterwahl vor Ewigkeiten habe ich im Pfarramt in Weeze, da war ein Wahlamt, ein Wahlzimmer. Da konnten alle Leute hinkommen, um da zu wählen. Da habe ich mitgeholfen. Und ich glaube, ich habe dafür nachher 35 Euro oder so bekommen für den ganzen Tag. So eins, was ich mal gemacht habe, soweit ich das weiß. Nur mal so laut gedacht. Ehrenamtlich bedeutet natürlich unentgeltlich zu arbeiten, aber auch ohne, dass jetzt irgendwie die Schule oder so dich dazu verdonnert, beziehungsweise dass das irgendwie vorgeschrieben ist. Ja, ich glaube mehr als bei den Pfadfindern irgendwelche Zettel da ausgetragen. Nee. Nee, ich hab mich noch nie ehrenamtlich tatsächlich engagiert. Nein. 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 Doch! Habe ich wohl. Ich habe tatsächlich mal für den Tierpark Weeze an einem Wochenende quasi Gelder gesammelt, indem ich quasi, dort war so ein Tierparkfest und da habe ich geholfen. Aber über eine gesamte Zeit hinweg ehrenamtlich nein. Also ich war früher in vielen Vereinen, sowas wie Pfadfinder oder Messdiener. Und habe dann auch bei den Messdienern irgendwann eine Gruppe übernommen als Leiter und das ein paar Jahre gemacht. Ist das ein Ehrenamt? Ist das ehrenamtliches Arbeiten? Eigentlich schon, oder? Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Aber dann, seitdem ich dann studiert habe, dann ist das halt, beziehungsweise als ich mit dem Zivi angefangen habe, währenddessen konnte ich das noch machen, aber als ich dann weggezogen bin und angefangen habe zu studieren, dann nicht mehr, da hat man genug anderen Kram im Kopf und seitdem wir YouTube machen, auch nicht mehr. Da hat man auch sehr viel an der Kram im Kopf. Also da habe ich hier gerade aus dem Off eine sehr gute Eingebung bekommen. Ich war nämlich hart am Überlegen. Friendly Fire ist ehrenamtlich. Aber so richtig viel ehrenamtlich nicht, glaube ich. Also ich habe sowohl in der Kirche damals... was ist los? Möchtest du mein Handy ansprechen oder was? In der Kirche damals, als ich Messdiener war... nee, nicht Messdiener, das gab es ja damals nicht. Als ich bei der Kommunion war... Okay, Konfirmation. Mensch, Alter, was ist los mit mir? Bin schon zu lange ausgetreten. Da habe ich mich ein bisschen engagiert. Doch, klar, ich habe ehrenamtlich die Kirchenzeitung ausgetragen. Das war eine Scheiße, weil meine Mama hat das angenommen. Dann konnte die das aber nicht so gut, weil man da voll viel mit dem Fahrrad durch die Gegend tingeln musste, bei Wind und Wetter und so. Das ist wie Zeitung austragen, nur ohne Geld. Wow. Und vor allem dann bei uns ist halt keine Sau evangelisch. Das heißt, du fährst erstmal 1-2 Kilometer bis zum nächsten Haus, bis dass du dann wieder so eine Zeitung abgeben kannst. Ich glaube, es waren 60 Zeitungen in unserer ganzen Nachbarschaft bzw. Dorf. Irgendwann habe ich es dann umgesattelt auf Auto, weil es halt super stressig war. Da warst du irgendwie fast 4 Stunden auf dem Fahrrad unterwegs, um diese Zeitung auszutragen. Ich glaube, einmal im Monat kam die. Und das habe ich meiner Mama abgenommen, weil sie es halt, wie gesagt, nicht so gut konnte. Aber, puh, das war... Puh.